to my money if you are alone. So did mine too. Mama's care and care is gone. We are young and we don't know. Since I couldn't make us strong. Hey, I don't wanna be a honky-tonk man. For you and not my Wonder Woman. I promise you the world and heaven. Forget about all the rumors. Don't wanna be a Casanova. I really wanna know you better. We gonna do the bossa nova. It's gonna make love together. Oh, yeah, yeah. Yeah, 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 baby. Rodolfo, was verbindet Motown mit Benztown? Sprich, US-Soul aus Detroit mit Stuttgart. Also ich bin ja eigentlich aus Ludwigsburg, ich bin ja kein richtiger Stuttgarter. Und wahrscheinlich gar nichts, aber ich bin im Prinzip so drauf. Ich habe mal gehört, ABBA hat sich mal eine Insel gekauft, Benny und Björn. Und die sind dann praktisch außerhalb von New York oder von L.A. oder von London, die haben sich da eingenistet und haben ihr Ding durchgezogen, was sie halt eben mochten und nicht unbedingt, was so trendy ist. Und das mache ich auch. Ich treffe mich mit Jeremy. Wir überlegen, was ist cool, was mögen wir. Und das machen wir dann auch. Ob das jetzt mit Stuttgart was zu tun hat, mit Heilbronn, mit Ludwigsburg, das ist erstmal secondary. Aber wir tun erstmal so unser Ding erstmal durchziehen. Okay, du bist Musikschullehrer in Bad Cannstatt. Fließt deine Musik in Unterricht rein und wie reagieren die Schüler drauf? Also ich bin Gymnasiallehrer am Gottlieb-Daimler-Gymnasium. Ich sage immer, ich arbeite für Daimler und habe 30 Leute unter mir, was ja stimmt. Das sind ja meistens 30 Schüler. Die wissen, dass ich aktiv bin und die merken es ja auch. Ich meine, ich finde, wenn ein Sportlehrer keinen Sport macht, ist merkwürdig. Wenn ein Musiklehrer keine Musik macht, ist auch merkwürdig. Deswegen ist, ich bringe schon einiges mit. Die fragen mich auch, wenn sie was mitkriegen. Es macht schon Spaß. Okay, jetzt Jeremy zu dir. Hey. Wie gefällt dir denn Stuttgart? Also ich muss sagen, also ich komme aus Lernsteinsfeld bei Heilbronn, also im tiefsten Dorf. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute. Und also wenn ich nach Stuttgart gehe, ich meine, ich habe hier den Rodolfo Guzman Tenore getroffen. Ja. Ich meine, Stuttgart bedeutet für mich sehr viel dadurch, weil ich muss echt sagen, also ich meine, da gibt es auch eine gute Community. Mhm. Es gibt viele Produzenten, es gibt viele Sänger, begabte Leute, wo man hier treffen kann. Und Stuttgart ist eine offene Stadt, was die Musikrichtungen betrifft. Also Funk, Soul, Jazz, alles gibt's hier. Sehr kultiviert, was die Musik angeht, und deswegen gefällt mir Stuttgart schon auf jeden Fall. Und du kennst dich also schon ziemlich gut aus, was es hier so an Stuttgarter Musikszene gibt. Ja, definitiv. Also wie gesagt, also ich viel Jazz auf jeden Fall. Aha. Und dadurch, dass ich ihn kennengelernt habe, also wir haben uns ja auch in Stuttgart Stuttgart kennengelernt, und da ist halt auch die Funk-Szene zum Beispiel. Vielleicht jetzt noch nicht so arg ausgebreitet oder sowas, aber ich glaube, dafür sind wir zuständig und deswegen werden wir den Funk, den Groove wieder reinbringen. Ja, ja, super. Okay, okay, dann würde ich sagen, hören wir mal was von euch. So sieht's aus. Mache ich Platz? Whoa, hey, on my way home, ha, I felt that bass. I can hardly drive, cause deep inside the feeling got so intense. June came in, ha, so didn't work. I can tell for sure I'm an old school nerd. Ooh, gotta dance, hey. Play it on my- Trying it in, adrenaline, I did accelerate.